Wir müssen. Warte, ich will mal kurz hier hin. Ich will in das zukünftige Dorf. Wir müssen eigentlich uns aufwerten können. Wir bräuchten eigentlich. Oh, guck mal, eine Truhe. Na, komm. Die war aber tricky. Fliegender Hüter. Toll. Wir bräuchten eigentlich noch rote Pampe. Was ist der fliegende Hüter? Naja, das ist der Wurm. Der muss super stark sein. Ja. Also damit kannst du den 40er-Typen locker schlagen. Ja, aber der hat auch 13 Beschwörungskosten. Die musst du erstmal zusammenkriegen. Oh, das sieht aus wie irgendjemand von Rybkas Familie. Das sieht aus wie Rybka. Es ist schon lange her, seit ich hier draußen ein neues Gesicht zu Augen bekommen habe. Dank dieser neumodischen Windtechnologie sind die jungen Leute alle nach Genua geströmt. Früher einmal war dieses Dorf voller Leben. Nach und nach ist es aber immer weiter geschrumpft. Das ist wohl der Lauf des Lebens. Ich hänge aber so sehr an dem Ort, dass ich ihn einfach nicht verlassen konnte. Moment mal. Ihr seht aus wie jemand, mit dem sich meine Mutter früher immer unterhalten hat. Ach, das ist Rybkas Tochter. Sie hat mir gesagt, dass ihr eines Tages auftauchen würdet. Nur woher konnte sie das wissen? Da, das hat sie für euch hinterlassen. Mana. Na toll. Oi. Hätte sie sie nicht irgendwas Besseres hinterlassen können? Ist doch wurscht. Wir haben einen Stern. Mein Vorschlag wäre, Rybka, dass ich offscreen ein bisschen spiele, ein bisschen level, also ein bisschen Erfahrung noch sammle. Nein. Noch auf den Weg mich nach Roter Pampe mache und wir erst quasi dann beim nächsten Mal weiterspielen. Also, dass wir jetzt erstmal ein Aufnahmepäuschen einlegen. Guck mal, das Gerippe ist weg. Ja. Wäre das nicht besser? Finde ich nicht. Da ist das Ding, was uns fehlt! Tatsache, was ist denn das? Was ist das? Sind wir vom Hüter gefallen? Sind wir? Achso. Wisst ihr was, Cyrus? Ich glaube, wir könnten dieses Ding für die Flugmaschine gebrauchen. Ein Temporalmodul, ein merkwürdiger Gegenstand, der angeblich vom Hüter fallen gelassen wurde. Ich frage mich, was wir damit wohl anstellen könnten. Ich frage mich auch. Benutzt bei eurem Flug auf der Weltkarte die Verbündetensteuerung, um durch die Zeit zu reisen. Oh! LOL! Ja, Magiezeit ist doof. Ungeahnte Kräfte. Ah, das ist das Vieh. Siehst du das? Ja, habe ich doch gesagt. Aber siehst du, wir können jetzt echt nach Belieben durch die Zeit reisen. Ja, das ist doch von Vorteil, oder? Was stand da? Gut Nakomi. Vor langer, langer Zeit versteckte Fürst Nakomi in diesem Wald einen Schatz. Bislang ist es niemandem gelungen, ihn zu finden. Ach, ist es schon wieder diese Scheiße? Nee, weißt du, was Nakomi ist? Nein. Konami. A ist oben, B ist unten. Das ist der Konami-Cheat. Es gibt einen Konami-Cheat. Ja, bei Pokémon. Bei Pokémon doch nicht. Doch, bei Pokémon in einer Höhle auch. Ja, kennst du den auswendig? Nee, natürlich nicht. Dann google ihn mal gerade. Wenn wir gerade hier sind, können wir ja auch den... Ach, was mache ich denn? Ja, weiß ich auch nicht, was du machst. Oh nein, falsch. Ach, Rückgaus machst du denn da?
mach ein neues. Soll ich Konami-Cheat einfach eingeben? Ja, einfach Konami-Cheat. Den kenne ich nämlich nicht auswendig. Ja, meine Güte, da ist er doch. Oben, oben, unten, unten. Oben. Oben. Unten. Unten, was dann? Links. Rechts. Links. Rechts. BA. So, B ist unten und A ist oben. Meine Fresse, das war es tatsächlich gewesen. Ja, und dann kann man das hier gerade wegmachen. So. Ich will rote Pampe, Mann. Ohne rote Pampe wird das echt schwer. Und Oricon-Erz will ich auch, damit ich bessere Rüstung habe. Wir haben noch eine Rüstung, nämlich nicht auf höchster Stufe. Ah, toll, ein Stern. Super, ein Stern. So. Willst du echt, dass wir jetzt auf Gedeih und Verderb kämpfen? Ich würde sagen, dass ich halt ein bisschen uns vorbereite für den Endbosskampf. Was willst du denn großartig vorbereiten? Ja, rote Pampe die suchen. Die werden wir eh nicht finden, meine Güte. Oricon-Erz suchen, wenn das letzte. Woher willst du wissen, ob ich es nicht finden kann? Du kannst dich, wenn, dann darüber informieren, ob Dings Stufe 3 kriegt. Ja, natürlich kriegt er Stufe 3. Es gibt ein Achievement dafür, dass er Stufe 3 kriegt. Ja, und wo? Und es ist hier dieses Ding, dass er noch Stufe 3 kriegt. Ja, und warum haben wir noch nie was von ihm gehört? Weil es versteckt ist. Ja, komm hier nicht so. Wir brauchen halt noch ein bisschen Oricon-Erz. Wie gesagt, Stufe 30 könnten wir noch versuchen zu erreichen. Wo gehst du denn jetzt hin? In die Zukunft. Weil die ist scheiße schwer. Und ohne, also man kann es versuchen, aber es ist scheiße schwer. Also die zweite Phase ist vor allem richtig hart. Die erste geht ja noch. Bei der ersten habe ich mich anfangs nur doof angestellt, weil ich noch nicht wusste, was zu tun ist. Ja. Da kann man eigentlich hier auch die Roboter schön für XP versuchen. Lade ich auf. Ja, dann trainier doch einfach hier, das ist doch super. Ja, trainieren ist relativ. So viel XP kriegst du auch nicht. Verdammt. Und schon, wo ist das dritte? Schon. Zumindest bin ich schon mal wieder voll. Jetzt müsste es kommen. Okay, ich bin voll in der zweiten Stufe. Und ich habe nochmal Heiltrank. Oh, scheiße. Aber das hier ist echt schwer. Diese zweite Stufe. Sie auch versuchen anzugreifen. Ich muss versuchen, vor allem sie dann zu erreichen, wenn sie in meiner Nähe ist und. Ah! Nein, scheiße!
Ach, Mann! Ach, shit, zu spät. Ah, verdammt. Zu wenig getroffen. Ich treffe sie nicht gut genug. Och, Mann, das darf doch nicht verdammt nochmal wahr sein. Oh, irgendwie verkacke ich das Springen immer. Och, Mann. Oh, wieder. Ja. Das meine ich halt. Rübger, ich kann so kämpfen, aber es ist kacke schwer. Ich möchte... Also wir werden jetzt gleich einen Aufnahmepäuschen machen. Tut mir leid, aber nein. Wir machen erst einen Aufnahmepäuschen. Bis zum nächsten Mal. Ach, so kann ich sie ja auch treffen. Ich habe doch in der 2D-Ansicht den... Aha. Nein! Das meine ich, wenn ich hier keine Plattform zum Hochspringen kriege, habe ich auch wieder ein Problem. Oh, vielleicht erreiche ich die letzte Stufe. Ah! Ewiger Fall. Ja, und jetzt? Was ist denn jetzt? Keine Ahnung. Oh, leck mich. Ernsthaft? Das ist die letzte Stufe? Oh, das... Kriegst du überhaupt Leben? Nee. Wie soll man das denn schaffen? Also wie gesagt, Rübger, sei mir nicht böse, aber wir machen jetzt einen Aufnahmepäuschen. Ich kämpfe so nicht weiter. Das ist doch ein dämlicher Wettkampf. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Ja. So, okay. Es gibt jetzt einen Aufnahmepäuschen aus Ende. Ich habe keine Lust mehr. Ich reg mich nur auf. Ich will mich vorbereiten. Ich will gucken, ob ich nicht noch rote Pampe finde. Ich will gucken, ob ich mich nicht auf Stufe 30 hochleveln kann. Haben wir unsere XP behalten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die XP behalten habe. Das würde ich nämlich dann auch mal austesten, ob ich die XP behalte. Wenn ich nämlich die XP behalte, dann werde ich mich an ihr in der ersten Stufe immer wieder aufleveln, bis ich Level 30 habe und lauter so Geschichten. Weil so mache ich nicht weiter. Das ist... Also die letzte... Mir egal. Hast du nicht diese dritte Stufe gesehen? Hast du diese dritte Stufe gesehen? Ja. Und du hattest schon fast die Hälfte. Ja, aber ich hatte auch keinen Heiltrank mehr. Ich konnte nicht ausweichen. Ich bin panisch. Ich muss mich erst an diesen Kampf gewöhnen, weil du bist sonst panisch, machst schnell, du drückst falsch, du machst nicht. Also wie gesagt, oh, kacke. Wo gehst du denn jetzt hin? Machst du es nochmal? Ich will wissen, ob ich die XP behalte. Mir ist gerade auch voll warm, ey. Wie wär's mit auf Pause drücken? Es kommt doch eh diese Texteinblendung. So, Pulli ausgezogen. So, ich habe noch Stufe 26. Ich trainiere jetzt hier bis Stufe 27. Ja, ist egal, ich will ja erst trainieren.
erst leveln. Ich will sehen, ob mein Level 27 mir hinterher bleibt. Guck mal, seine Explosion hat jemand anderen noch mitgesprengt. Also es wäre ja irgendwie dämlich, wenn du das Level nicht behältst. Ja, wieso? Ich krieg das Level ja in dem Kampf. Warum sollte ich es behalten? Wäre ja jetzt... Naja, weil du ja nicht... weil es ja speichert quasi und... Kommen keine Gegner jetzt mehr, oder was? Das Deaktivieren von diesem Ding aktiviert die Roboter. Verstehe. Oh, ich muss mal wieder Leben sammeln. Komm, gib mir Leben. Och Mann, ich renne da ständig gerade rein. Was soll denn die Kacke? Ihr sollt mir Leben geben. Wieso gibt ihr mir kein Leben? Ich finde ja schön, dass ihr mir XP gibt, aber gebt mir Leben! Yeah, Level up. Aber das dauert auch ewig. Cirrus hat Stufe erreicht. 27. Das dauert ewig. Die XP, die du hier kriegst, ist ja, ganz jetzt, wenig. Ja, jetzt Wirpi töten. In der Stufe und dann... Ja, gleich. Ich will ja so die Balken treffen, dass ich nicht Schaden kassiere. Und dein Angriff ist auch gestiegen. Ja, durch das Level ein, up. Ein Punkt. Fuck it. Gut, bisschen Schaden, aber... Okay. Denk dran, du hast Distanzkampf. Du kannst aus der Distanz... Ich erinnere dich. Distanz! Ja, mach ich doch. Nein, zu hoch. Och, Mann. Jetzt bleib oben, jetzt kommt dieser andere Angriff. Noch. Und jetzt kommt erst wieder Feuer. Ah nee, das wechselt doch. Ich dachte, es ist immer die gleiche Reihenfolge. Ah, verdammt, verfehlt. Ah. Dein Zeitangriff. Vergess ihn nicht. Der bringt mir nicht so viel. Es bringt mir eher, was hier aus der Distanz sie zu bekämpfen. Genau so sie bekämpfen. So muss ich es machen. Hochspringen! Wow! Jetzt schon. Versuch trotzdem anzugreifen. Greif an! Kann ich deren Kanonen abfeuern? Also ihre Geschosse?
Irgendwas hat mir gerade Leben. Irgendwas gibt mir Leben hier. Ja, du kriegst Herzchen. Du hast Herzchen bekommen. Die Kleinen geben dir Herzchen. Wow, was ist das? Ja, toll! Immer mehr Attacken! Was soll das? Ja, toll. Boah, was war das denn? Scheiße! Ja, es wird mit jedem Mal schwerer halt. Aber ich behalte tatsächlich das Level. Okay, also ich trainiere jetzt und dann beim nächsten Mal versuche ich. Nicht, dass du aus Versehen offscreen die besiegst. Ich trainiere woanders. Ich muss mal gucken. Es gab, glaube ich, irgendwie im Steam-Ding ein Thread, wo man quasi beschrieben bekam, wie man schnell oder wo man gut Level 30 erreichen kann. Ich werde auch schauen, dass ich... Was ist denn bei Level 30? Das ist das höchste Level, oder was? Ja, das ist das höchste Level, glaube ich. Dann will ich auch mal schauen, dass ich das letzte Oricon-Erz finde, mit Hilfe eines Guides, dass wir uns das letzte beste Equipment holen können. Hier die, Wir haben das Schwert, wir haben den Gürtel, aber uns fehlen ja noch die Schuhe und die Rüstung. Verstehst du? Ja. So, und dass wir uns auch das auf Oricon holen und dann die mal schauen. Die Rüstung, wenn dann, auf jeden Fall. Ja, und dann mal schauen. Dann müssen wir halt mal schauen. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, dieses Kartenspiel zu vervollständigen, außer ein Achievement. Also ich werde mich jetzt bis zum nächsten Mal vorbereiten, Leute. Es geht anders nicht, weil sonst, die ist so schwer. Ey, die ist so unfassbar schwer. Boah, ist die schwer. Hast du das gesehen? Es wurde immer mehr. Der ganze Bildschirm war irgendwann voll. Du konntest ja nirgendwo hin. Du musstest dann in die Zwischendinger. Ja, aber da sind diese kleinen Viecher, die dann kommen. Du bist dann in diesen Zwischendingern von den Lasern, darfst dich darin nicht bewegen und diese kleinen Viecher kommen dann. Vielleicht ist das dann der Moment, wo du hättest Zeit stoppen müssen. Ja, aber ich denke in dem... Ich, weißt du, da passiert so viel um mich herum. Denkst du, ich denke daran, die Zeit zu stoppen? Okay. Also Leute, erstmal ein Aufnahmepäuschen, beim nächsten Mal Bossfight. Okay, ich sag tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt Spaß mit dem, was ihr gerade so zockt und sage Cheerio, the King, deserve the Billy. Meine Nerven. Ich werde am Ende dieses Spiels ein Wrack sein. Tschüss. Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von... Evoline 2! Ganz genau. Wobei, eine richtige Aufnahmesession wird's nicht. Im Grunde haben wir nur den Bosskampf vor uns. Den ultimativen letzten Bosskampf, der mich beim letzten Mal halb in den Wahnsinn getrieben hat. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Level 30 mich hochtrainiert. Habe fleißig Karten gesammelt. Mir fehlt tatsächlich nur noch eine Karte, um den Karten-Champion herauszufordern. Das heißt, zwei Karten kann ich euch nicht präsentieren. Aber im Schnelldurchlauf zeigen wir euch jetzt noch die Karten, die ich alle zusammengesammelt habe. Das sind Cyrus, Zalia, Virpi, ganz schön mächtig, die Gute. Dann Lago Legrand, den Yoda-Baum, Herrn Schlammassel, grüne Sondereinheit und rote Sondereinheit. Die blaue Haare hatte, wie witzig. Ich frage mich echt, was für einen Sinn die überhaupt haben, weil die haben alle keinen Angriff, die sind alle irgendwie für nichts gut. Dann den legendären Schmied, Manimal, warum auch immer der Manimal heißt, habe ich keine Ahnung, John Schnee, dann Cherry und Plum, Jetai ist dabei, und Leutnant. Wieso lachst du so? Jetai ist dabei. Rübka, wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht mehr witzig. Du hast den Witz kaputt gemacht. Biblus und... Ach, komm. Wieso? Ich drück doch gar nicht nach links. Ey, ohne Witz, ich drücke nicht nach links. Ohne Scheiß, ich drücke nicht nach links. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Sisson. Hüter des Waldes und Captain Ababa. 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 Ababa.
auch, ja. Dann Dekan der Bibliothek, Noria Troll C4P0, nicht zu verwechseln mit C4PO, wie das Rübgar vorhin schon gemacht hat. Augenklecks, also offscreen hat sie das gemacht. Das Gespenst, dann haben wir hier noch Armos, die kaiserliche Wache, Ninja-Hörnchen, Teenage Mutant Ninja Skrulls immer noch. Ja. Der Mayenne-Fels und der Brecher.